Ja, dann heiße ich euch herzlich willkommen. Das ist Laila und sie wird uns was erzählen, wie sie Schüler dazu bringt, in der Schule ein bisschen was mit Hacken zu machen. Laila, dein Wort. Dankeschön. Klasse. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass wir so eine kleine und doch große Runde geworden sind. Ich erzähle euch heute wirklich was darüber, wie SchülerInnen in der Schule hacken können. Und das mache ich aber in ein paar verschiedenen Teilen. Ganz zu Anfang rede ich einmal über das Projekt, für das ich auch arbeite. Das ist Make Your School. Dann rede ich über die Hack Days, also die Tage, an denen in der Schule gehackt wird. Dann schauen wir uns an, was dabei entsteht, beziehungsweise ihr dürft raten, was die Hacks der SchülerInnen, von denen ich euch Fotos zeigen werde, denn so können. Und am Schluss gucken wir nochmal so ein bisschen auf die Wirkung von den Hack Days. Aber zuallererst das, was Ramons da gerade schon versucht hat zu tun, mich vorstellen, mache ich einmal kurz selber. Und zwar, ich bin Laila. Ich arbeite inzwischen, wie gesagt, für das Projekt Make Your School in Berlin. Aber ich habe vorher mal 8 Jahre lang hier in Karlsruhe gelebt und kenne deswegen die GPN ganz gut. Ich bin ursprünglich nach der Schule mal ans Theater gegangen und habe dort Bühnenplastikerin gelernt. Danach habe ich Wissenschaftskommunikation studiert. Ich habe ganz kurz fürs Landesmuseum podcastet und dann Kommunikation bzw. Wissenschaftskommunikation für große Wasserstoffprojekte gemacht, bevor ich jetzt eben für das Projekt arbeite, wo SchülerInnen ihre Schulen hacken. Meine Schwerpunkte sind dabei beruflich Kompromisse finden, mit denen alle zufrieden sind, denn innerhalb des Projekts bin ich die Netzwerkkoordinatorin. Wir setzen nicht mehr alle unsere Hackdays selber um, sondern wir kooperieren mit vielen tollen Organisationen und da jede Organisation ein bisschen anders tickt, ist es meine Aufgabe zu gucken, dass wir immer gute Lösungen finden. Privat, weil ehrlicherweise nach diesem Vortrag werde ich rein privat hier sein, liebe ich immer noch Podcasts und Basteleien aller Art und weil wir das jeden fragen, der zu unseren oder eigentlich bei unseren Hackdays arbeitet, was sind meine Lieblingsprojekte? Meine Lieblingsprojekte, die ich gebaut habe, sind mein heißgeliebtes Schaukelschaf, für das ich leider zu groß und zu schwer bin, aber zweijährige Personen freuen sich sehr darüber. Und ich habe eine Lasagneform gebaut, bei der man die Lasagneplatten nicht mehr brechen muss. Und ich sag euch, es ist ein Gamechanger. Ich weiß nicht, warum die genormt sind und warum Lasagneformen nicht genormt sind, aber die Platten. Aber bauen kann man sich's. Jetzt genug zu mir, kommen wir zum Projekt und erstmal vorneweg praktisch die rechtlichen Grundlagen. Make Your School ist ein Projekt von Wissenschaft im Dialog. Wissenschaft im Dialog ist, Sie sagen selber, der größte deutsche Think Tank für Wissenschaftskommunikation und darüber laufen auch unsere Arbeitsverträge. Das Projekt wird aber gefördert von der Klaus-Tschirer-Stiftung und der Vektor-Stiftung. Die Klaus-Tschirer-Stiftung finanziert die Arbeit des Projekts bundesweit und hier in Baden-Württemberg ist eben die Vektor-Stiftung Regionalförderer. So, jetzt aber wirklich zu dem, was macht das Projekt, und das Kernthema, was wir machen, sind Hackdays. Und das sind 3-tägige Tüfteltage in Schulen, wo die SchülerInnen selbstständig Probleme in ihrem Schulalltag identifizieren und sich Lösungen dafür überlegen, die sie dann auch wirklich bauen. Und nach 3 Tagen gibt es so einen kleinen, blinkenden, fiependen, krabbelnden, quiekenden Prototypen, der das Problem hoffentlich löst. Dabei sind wir schulformunabhängig unterwegs. Die SchülerInnen sollten mindestens in der 8. Klasse sein, aber es ist wirklich, ich möchte nochmal betonen, schulformunabhängig. Uns ist es wichtig, dass es möglichst viele SchülerInnen erreicht. Dass es nicht nur die, wie man hier im Süden so schön sagt, die Käpsele sind, die mal fleißig mit Elektronik basteln dürfen, sondern wir haben auch wirklich wir haben eine Schule für Gewerbe, für hauswirtschaftliche Berufe, wir haben Hauptschulen dabei, wir haben Gesamtschulen dabei, aber auch, und das gibt es auch, wir haben auch ein paar Gymnasien mit dabei, die Sonderzüge haben für die
wahren Capsule ist. Aber wir versuchen da wirklich die gesunde, bunte Mischung drin zu haben. Neben den Hackdays, auf die ich übrigens gleich nochmal genau eingehe, Entschuldigung für den Hinweis, das ist alles kostenlos für die Schulen, dank unserer Finanzierung, die ich vorhin ja aufgezählt habe. Aber neben den Hackdays bieten wir noch ein paar Sachen drumherum an. Und zwar für die SchülerInnen, die an den Hackdays teilgenommen haben, die 3 Tage lang in der Schule fleißig gebaut und gebastelt und gehackt haben und dann angefixt sind, bieten wir Dinge an, um das fortzuführen. Das eine ist das Alumni-Programm. Da gibt es alle 6 Wochen zurzeit die sogenannte Hack-Klinik. Da können die SchülerInnen, wenn sie dann an ihren Hacks weiterbauen und auf Probleme stoßen, in praktisch eine Online-Sprechstunde kommen und da wird ihnen geholfen. Ebenso gibt es klassische Treffen vor Ort und wir haben einmal im Jahr unser Maker-Festival, bei dem SchülerInnen ihre Hacks einreichen dürfen, wenn sie denn gekürt werden wollen zum besten Hack des Schuljahres. Drumherum gibt es ganz viel Musik und Spaß für junge Menschen. Und das Neueste, was wir gerade anbieten, das ist gerade erst wirklich letzte Woche online gegangen, ist die Maker-Ecke. Und da bieten wir gerade unabhängig von Hackdays Unterstützung an, wie Schulen ihre Makerspaces oder eigene Makerspaces überhaupt erstmal einrichten können. Da gibt es ja viele Fragen, viele Themen drumherum und wir bieten dafür Tutorials an, Materiallisten, was da zum Beispiel praktisch wäre zu haben. Und gerade läuft nächste Woche unsere Pilotphase aus, wo wir 4 Schulen begleitet haben im Aufbau ihrer eigenen Makerspaces und dieses Wissen fließt da jetzt auch immer weiter mit ein. So, und jetzt spitzt es sich zu. Ich habe sie schon mehrfach erwähnt, die Hackdays. Was ist das eigentlich jetzt genau? Es sind, wie schon gesagt, 3-tägige Tüfteltage, bei denen es so einen klaren Ablauf gibt. Die starten damit, dass die SchülerInnen sich, erstmal bekommen sie von uns erklärt, was in den nächsten 3 Tagen passieren wird, das ist der Auftakt, und dann geht es in die Ideenfindung rein, wo sie gucken, okay, gut, was gibt es denn so für Probleme in meiner Schule? Was ist so richtig, was nervt mich jeden Tag in meinem Schulalltag? Und wir halten das so ein bisschen offen, das kann auch der Weg zur Schule schon sein. Es ist nicht nur der Unterricht, das meiste findet halt eben doch in den Pausen statt. Und zum Beispiel wäre so ein Klassiker, es ist so ein Problem, wir haben Mittagspause, ich würde eigentlich gerne in der Mensa essen, aber die Mensaschlangen sind teilweise so lang, dass ich 1/2 Stunde anstehe und dann kann ich kaum noch essen. So. Und dann ist der nächste Schritt, dass die SchülerInnen sich eine Lösung für das Problem überlegen sollen und dann ist zum Beispiel eine schöne Lösung dafür, eine Mensaschlangenampel. Das ist auch so ein ganz typischer Klassiker, der immer mal wieder entsteht. Und also sagen sie, okay, es wäre cool, wenn es irgendwie auch im 3. Stock eine Möglichkeit gäbe zu sehen, wie unten im Erdgeschoss der Füllstand der Mensa ist. Und dann überlegen die sich, okay, das soll's tun, wie kriege ich das denn eigentlich hin? Und in der 2. Phase bauen sie das. Die 1. Phase ist noch relativ stark angeleitet. Da haben wir so einen Design-Thinking-Prozess, wo die Schülerinnen Stückchen für Stückchen durchgelotst werden. Der 2. Teil, wo sie es selber bauen, ist so konzipiert, dass sie wirklich möglichst viel selber machen und auch sich selber beibringen. Die Schülerinnen brauchen keine Vorerfahrung, um an Hackdays teilzunehmen. Stattdessen sitzen sie letztlich vor einem großen Haufen Technik und lauter Möglichkeiten und kriegen von uns Unterstützung und Anhaltspunkte, wie sie, wo sie die Informationen finden, um das dann alles zusammenzusetzen in die funktionierende Mensaschlangenampel, die also unten irgendwie abmisst, wie lange die Schlange an Menschen vor der Ausgabestelle ist und das oben ausspuckt im Ampelmodul. Und am Schluss an Tag 3 wird das Ganze präsentiert, klassischerweise vor so einer Schulöffentlichkeit, also den MitschülerInnen. Manchmal kommen auch noch die Eltern vorbei, häufig kommen andere Lehrkräfte nochmal, manchmal auch noch die Lokalpresse oder ein Bürgermeister. Es variiert immer so ein bisschen, wie groß der Bogen gespannt wird. Aber es ist total
wichtig und schön zu sehen, weil der Stolz ist schon da, am Schluss das Resultat der Arbeit zeigen zu können. So, diese drei Phasen, um das nochmal kurz zu zeigen, verteilen sich über die drei Tage so, dass die Auftakt- und Ideenfindungsphase den ersten halben Tag einnimmt und dann geht es mittags schon ins Hacken rein und dann ist der ganze zweite Tag freies Hacken, Basteln, Werkeln und an Tag 3 wird das alles zusammengesetzt, nochmal festgezurrt und präsentiert. Bei uns ist es so, dass diese Tüfteltage während der klassischen Unterrichtszeit stattfinden und in der Schule stattfinden, aber explizit kein klassisches Unterrichtsformat sind. Wir haben keinen Wettbewerb und keine Noten während der Hackdays. Also es ist, ehrlicherweise ist es auch uns nicht wichtig, dass dieser Prototyp am Schluss perfekt funktioniert. Das betonen wir auch eigentlich immer wieder, das ist ein Prototyp, er wird nicht perfekt sein. Es ist wichtig, dass ihr Spaß habt und das ist, auch wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, tut so, als ob es funktioniert. Das nehmen wir auch gerne an. Die SchülerInnen arbeiten nicht einzeln daran, sondern in kleinen Teams. Das variiert so von der Gruppengröße. An einer Hackdays-Veranstaltung nehmen klassischerweise zwischen 30 und 50 SchülerInnen teil. Und die bilden dann so Gruppen zwischen 3 und 5 Personen. In diesen kleinen Gruppen bringt jede und jeder ein, was er sie kann. Wie gesagt, die SchülerInnen brauchen keine Vorerfahrung. Manche haben es, manche nicht. Manche sind da versierter, manche nicht. Manche haben mehr Scheu, das anzufassen, manche nicht. Aber häufig bildet sich in diesem Grüppchen auch so eine ganz spannende Dynamik aus, wer welche Aufgaben übernimmt. Also die einen sind dann im Gehäusebau tätig, die anderen übernehmen die mechanischen Parts, wie sich das dann bewegt. Und irgendwer anders sitzt dann die ganze Zeit am Rechner und codet und guckt, dass es funktioniert. Und das Wichtige und wirklich Schöne, dass es immer wieder funktioniert, ist, dass es am Schluss diesen Prototypen gibt, den man gemeinsam bewundern und feiern kann. So, für diese Umsetzung, damit es auch praktisch funktioniert, sind 2 Dinge zentral. Und zwar zum einen sind das die MentorInnen und zum anderen sind das die sogenannten Materialkoffer-Sets. Die Mentorinnen sind Personen mit dem Hintergrund, die wir mitbringen, damit sie die SchülerInnen bei dem Arbeiten während der Hackdays begleiten. Es gibt aktuell einen Mentorinnenpool von ca. 100 MentorInnen und Mentoren. Und der setzt sich so ein bisschen bunt gemischt zusammen. Die meisten davon sind Studierende, die irgendwas mit Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau machen. Wir haben ein paar DesignerInnen mit im Pool drinnen. Wir haben auch Menschen, die nicht mehr in Studium oder Ausbildung sind, in diesem Pool drin. Die nennen wir dann immer nett FreiberuflerInnen, egal was sie tun. Also wenn mir das Wort rausrutscht, bezieht es sich auf einfach Menschen, die nicht mehr im Ausbildungszustand sind. Und die Mentorinnen sind bei allen Hackdays mit dabei. Es sind klassischerweise, eigentlich sollten immer 4 Stück mit dabei sein. Manchmal geht aber was schief und irgendwer wird kurzfristig krank, dann sind es doch nur 3. Aber eigentlich sind es immer 4 Mentorinnen, die mit vor Ort sind. Und wir gucken, dass diese Teams ein bisschen gemischt sind, so dass da verschiedene Skills vorhanden sind, so dass dort Leute sind, die sich auskennen mit Hardware-Hacking, dass es welche gibt, die sich sicher fühlen, auch andere Menschen beim Coden zu unterstützen, idealerweise auch noch welche, die sich besonders sicher damit fühlen, durch diese Anfangs-Ideenfindungsphase durchzulotsen. Und dann haben wir so ein rundes Team, das dann vor Ort ist. Die sind jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil die so viele tolle Dinge tun während der Hackdays. Aber die sind zum einen so ein bisschen die Moderatoren, die da durchlotsen und zum anderen irgendwie so die Hilfeleistenden, wenn es doch mal irgendwo ein vergessenes Komma gibt und das Ganze nicht kompiliert und die SchülerInnen einfach beim besten Willen nicht wissen, warum, weil es sieht doch genauso aus wie auf dem Bildschirm. Dann kommen die und helfen einmal. Die sind aber genauso auch wichtig als Identifikationsfiguren.
Weil das sind vornehmlich junge Leute, die Spaß daran haben, mit Technik zu arbeiten und die gerade richtig viel Spaß daran haben, mit Technik in der Schule zu arbeiten, mit einer Gruppe von SchülerInnen, die divers viel Vorerfahrung hat und richtig viele witzige Ideen, was man denn so alles anstellen könnte. Und das hilft den SchülerInnen, manchmal diese nicht ganz so positiven Klischees, die es ja auch über Menschen mit Informatik- und Technikhintergrund gibt, abzubauen und zu zeigen, hey, es sind auch nette, witzige, kluge Menschen und vielleicht hast du ja auch Lust, einer zu werden. Mentorinnen sind, um jetzt nochmal ganz kurz wegzugehen von ihrer praktischen Rolle während der Hackdays, bei uns super wichtig für das gesamte Projekt. Wenn wir unsere Mentorinnen nicht hätten, könnten wir es nicht umsetzen, weil wir haben, wie gesagt, 100 Stück, die zu unseren Hackdays bundesweit fahren. Dieses Schuljahr finden ca. 90 Hackdays statt. Das heißt, wir brauchen auch wirklich viele Mentorinnen und Mentoren, die Lust daran haben, immer wieder für 3 Tage irgendwo in der Republik mit SchülerInnen zu hacken. Wir haben das große Glück, dass die bei uns auch nicht ehrenamtlich arbeiten müssen, sondern wir können die bezahlen. Wir können denen einen Tagessatz auszahlen von 100 Euro für Studierende und 150 Euro für nicht mehr in Ausbildung befindliche Menschen, sodass die auch ein bisschen zumindest die Studis, ihre Studiekasse aufbessern können damit. So, fachlich wird Ihnen jetzt geholfen, den SchülerInnen, aber damit die Prototypen auch wirklich entstehen können, braucht es Dinge. Es braucht Material, aus dem das gebaut werden kann. Und hier, ich taste mich ran, ich baue die Spannung auf, sieht man unsere Materialkoffer-Sets. Hier auf der linken Seite sieht man den verpackt. Das sind so große Flight Cases, die lassen wir anfertigen und ich bin 1,70 Meter groß. Ihr seht, wie groß ich bin. Und wenn ich im Büro meiner KollegInnen stehe, kann ich so meinen Arm auf die Kiste drauflegen. Also sie ist schulterhoch, die sind wirklich groß. Und innen drin sind sie gefüllt mit vielen kleinen Köfferchen. Deswegen heißen sie Materialkoffer-Sets. Und in diesen vielen kleinen Köfferchen verbergen sich jede Menge Dinge. Zum einen ganz viele Workshop-Materialien für den Anfang, Werkzeuge und Arbeitssicherheit. Wir haben natürlich auch Sicherheitsbrillen und Handschuhe dabei für die Dinge, wo man das mal gut gebrauchen kann. Aber auch wirklich viele elektronische Bauteile. Ich habe vergessen, wie viele genau es sind. Ich weiß, dass es ein paar tausend Stück in Stücken sind. Ich glaube, dass auf unserer Webseite ein paar und 70 verschiedene Bauteile verzeichnet sind, aber ich weiß nicht mehr, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, das tut mir leid, aber es sind wirklich viele, viele Dinge, die da drin sind. Und die Dinge, die da drin sind, das sind Mikrocontroller, wir haben dabei klassischerweise Arduinos, wir haben ein paar Calliopes für SchülerInnen, die nicht direkt so coden wollen, sondern so ein bisschen Drag-and-Drop machen wollen. Und wir haben ein, zwei Raspberry Pis dabei für die besagten Capsules, die es auch manchmal gibt, die besonders komplexe Projekte machen wollen, die mit den Arduinos nicht funktionieren. Und wir haben jede Menge Sensoren dabei und Aktoren dabei, so dass man wirklich alles Mögliche bauen kann. Wir haben auch noch ein bisschen Baumaterial, damit die Dinge am Schluss hübsch aussehen, ein bisschen Baumaterial fürs Gehäuse. Und unten links, die Materialkarten sind eine der zwei kleinen Zaubertricks, die wir in der Tasche haben, damit wir es schaffen, wirklich auch Schülerinnen abzuholen, die vorher nichts dergleichen gemacht haben. Und zwar funktionieren diese oder sehen diese Materialkarten aus wie Spielkarten. Jedes Bauteil hat seine eigene Materialkarte und der Aufbau ist ganz einfach. Oben steht der Name, dann sieht man ein Bild. Und unten ist eine Nummer und links und rechts sind diese farbigen Bänder, die auch mit Symbolen versehen sind. Und jetzt ist es so, wenn wir zurückdenken an die Mensa-Ampel, die wir bauen wollen. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung von Technik, aber ich habe so eine Idee, okay gut, ich brauche irgendwie eine Ampel, also ich bräuchte Lichter. Und okay, gut, ich hatte eine Idee, vielleicht wäre so ein Abstandssensor cool, weil wenn die bis hinten an die Wand dran stehen, dann ist es zu voll. Aber wenn sie nur bis zur ersten Säule stehen, dann kann ich noch runtergehen.
Und die blättern praktisch durch dieses Deck durch und suchen mal so raus, was man so gebrauchen könnte und können es dann über diese farbigen Leisten, die es links und rechts gibt, aneinanderlegen und gucken, ob es passt. Weil wenn diese Symbole nicht zueinander passen, diese Seitenleisten, ja, dann geht's nicht. Und da gibt's auch so ein paar Stellen, wo die schon dann praktisch von alleine merken, wie man es lösen kann. Zum Beispiel kann man den kleinen Elektromotor nicht direkt an den Arduino schließen, sondern man braucht noch erst den Motortreiber. Und die SchülerInnen, wenn die dann versuchen, das rauszupuzzeln, merken sie es selber und haben am Schluss so einen fertigen kleinen Bauplan da liegen. Gibt es auch ja. unterschiedliche Farben, je Seite, muss ich eine Seite grün, eine rot, weil wir müssen ja auch Übergänge vielleicht haben. Ja, genau, guck mal, da oben sind welche, die gibt es auch mit verschiedenen Farben. Da oben ist zum Beispiel eine rote dargestellt. Die kam ja auf rot, aber ist die linke Seite denn auch immer rot oder kann die grün sein? Man schaut sie sich jeden Tag an und das weiß man nicht mehr. Wie bitte? Kann ich bestätigen. Die andere Seite ist grün? Nee, das macht es nicht mehr weiß. Okay. Ja, genau. Das weiß ich gerade nicht, aber ganz kurz, Entschuldigung. Ja? Es muss ja irgendwie Übergänge geben, denke ich mal. Ne? Also, das ist eigentlich über die Symbole gemappt quasi, dass das eine Verbindung sind. Jetzt hatte ich verstanden, dass die Farben zusammenpassen müssen als erstes und dann die Symbole. Vielleicht habe ich auch noch Ja, ich glaube ja. Es ist ja her, dass ich das letzte Mal auf dem Heckler war. Ja. Deswegen weiß ich es gerade nicht. Vielleicht muss ich mal einen besuchen. Ja, sehr gerne. Ha, sehr gut. Ich danke dir. Wenn du schon auf der Webseite bist, auch hier direkt der Hinweis, alle anderen können auch, wenn sie wollen, sehr gerne auf die Webseite gehen, weil da kann man sich die Materialkarten runterladen und ausdrucken und selber mit rumspielen und nochmal nachprüfen, ob ich die richtige Anzahl von Materialien genannt habe. Genau. Aber zurück zu meinem Skript. Wenn die SchülerInnen dann ihren Schaltplan, ihren Bauplan gelegt haben, geht es natürlich an das konkrete Zusammenbauen, Zusammenstöpseln. Und dann werden Detailfragen aufkommen und da helfen die Materialkarten zusammen mit unserer Webseite weiter. Und zwar diese kleine Nummer, die da unten ist, kann man über unsere Webseite suchen und findet dann ganz viele Infos zu dem Bauteil und Links zu den Herstellerseiten und zu Beispielcode und so, dass man praktisch, wenn man diesen Plan da liegen hat, direkt weiter weiß, wie man weiter recherchiert, um weitermachen zu können. So. Und damit versuchen wir dann, die Schülerinnen praktisch selber zu befähigen, ihre selbstgewählten Projekte umzusetzen. Und wenn es dann doch mal nicht weitergeht, kommen die MentorInnen ins Spiel. Und ich tippe, du bist als Mentor mal auf einem Hackdays gewesen. Ja, okay, genau. Junge Menschen wie, wie du. Super, klasse. Genau. Das hier ist jetzt so der erste Teil gewesen zu, wie funktionieren unsere Hackdays. Ich habe jetzt gerade sehr viel auf einmal gesprochen und die ersten Rückfragen kamen schon. Habt ihr noch mehr Rückfragen? Ja. Genau, also die, ich wiederhole die Frage einfach nochmal kurz für die Aufzeichnung. Die Frage war, ob da immer ganze Schulklassen kommen oder Stufen. Die Antwort ist nein, es kommen nicht immer ganze Klassen oder Stufen. Jetzt wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Wir sind ja als Projekt immer weiter gewachsen und wir haben jetzt verschiedene Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir setzen auch noch zentral Hackdays um. Und für uns ist es total wichtig, dass man guckt, wie es immer vor Ort passt in den Schulen. Und das ist super unterschiedlich, je nachdem, wie die Bedingungen sind. Aber wenn wir uns entscheiden dürfen und einen Wunschzettel machen, dann schreiben wir auf den Wunschzettel drauf, bitte verpflichtet eine ganze Klasse, weil dann kriegt ihr wieder alle die sehr Interessierten und die wirklich gar nicht so sehr Interessierten in die Veranstaltung rein und alle
können mal mitmachen. Weil total schade ist es ja, dass es viele gibt, die aus Vorstellungen, die sie davon haben oder Vorstellungen, die sie von sich haben, sich nicht an Technik rantrauen. Und da versuchen wir halt eben die Hemmschwellen zu nehmen. Und deswegen ist es auch so, eine andere typische Frage ist, finden die immer in der Schule statt? Kann man die nicht auch mal außerhalb machen? Wir hätten eine super coole Idee, wir haben einen super coolen Raum und da gibt es diesen coolen Makerspace, ginge das nicht auch? Und dann sagen wir, nein, das tut uns total leid, aber immer in die Schule gehen fast alle. Und sobald man das aber aus der Schule rausnimmt, verliert man welche, und die ersten, die man verliert, sind die, um die es so gesehen am schadesten ist, weil man sie wahrscheinlich auch am wenigsten mit anderen Programmen erreicht. Deswegen versuchen wir das da in der Schule und breit zu halten. Ich hätte noch eine Frage. Wenn ich jetzt denke oder das sehe und sage, oh ja, das klingt interessant, vielleicht habe ich ja Lust, mich als Mentor zur Verfügung zu stellen. Was muss ich dann machen? Ha, sehr gute Frage. Dankeschön. Also, wenn es Menschen gibt, die Mentoren werden, Mentoren oder Mentorinnen werden wollen, können sie sich einfach über die sogenannte Mentorinnen-Plattform bewerben. Am einfachsten ist es, wenn ihr auf unsere Webseite geht, dann gibt es dort den Reiter Mitmachen und dann Mentor und dann wird man dahin weitergeleitet. Wir sagen, man muss mindestens 3 Fachsemester in einem passenden Studiengang studiert haben. Es bewerben sich auch immer mal wieder Menschen, die eine Ausbildung haben. Das ist auch grundsätzlich okay. Diese 3 Fachsemester sind ehrlicherweise eher so ein, ihr solltet gut genug coden können. Wenn ihr mir das anders klar macht, bin ich damit auch vollkommen okay. Und dann gibt es ja diese Plattform, über die ihr euch bewerben könnt. Und wir haben einmal im Jahr dieses Auswahlverfahren und das startet jetzt ehrlicherweise nächsten Monat. Zum 1. Juli startet die nächste Runde bis Ende August. Ich habe gerade mal auf der Homepage geguckt, für Hamburg habt ihr nicht eine einzige Partnerorganisation. Liegt das daran, dass Hamburg da was Eigenes hat, oder? Nee, wir sind in Gesprächen mit Hamburg gerade ganz akut. Deswegen, also drückt uns bitte die Daumen, dass wir auch nach Hamburg kommen können, aber es sieht gerade gut aus. Genau. Ja, noch weitere Zwischenfragen? Scheint nicht so. Dann? Ja, gut. Ihr könnt auch später nochmal fragen und wenn es wenig Fragen gibt, scheine ich klare Dinge zu erzählen. Jetzt kommt es zum spaßigen Teil, und zwar What the Heck. Wir gucken mal, ob wir rausfinden können, was gebaut wurde. So, SchülerInnen-Hack Nummer 1. Habt ihr Ideen, was es sein könnte? Warte, die. Ein Tafeltrockner, also nach dem Wischen zum Abtrocknen? Ja, ihr seid sehr schnell sehr gut gewesen. Das ist ein Tafelwischroboter, auch einer unserer sehr beliebten Klassiker. Der scheint irgendwie mit diesen beiden Seilwinden da oben zu funktionieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Schwamm oder der Abzieher ist. Ich tippe mal hinter dieser Papptafel. Aber dafür gibt es ganz viele spannende Varianten. So, Nummer 2. Das sieht doch mal spannend aus. Hat jemand da eine Idee? Moment, ich gebe einmal. Was glaubst du, was haben die Schüler da produziert? Ist das für dieses bekannte Mama-Taxi? So eine Ampel für, man darf das Kind abgeben? Könnte sein. Ja, das bekannte Problem mit dem Elterntaxi. Ja. Ist ja so gefährlich, der Schulweg. Hatte hier noch jemand eine andere Idee? Oder? Ah. Moment. Vielleicht ist das die Mensa-Ampel. Du meinst so, dass jeder aus den Schulfenstern raus auf der anderen Straßenseite das sieht?
Ja, ich nehm noch ein Angebot an und dann löse ich auf. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ein Mama-Taxi ist, vielleicht ist es genau das. Also wenn morgens die Eltern ihre Kinder zur Schule bringen, dass dann nicht alle kreuz und quer stehen, sondern geordnet in der Reihe, um die Anwohner da vielleicht auch nicht dran hindern, zur Arbeit zu kommen. Genau, also ihr habt es grundsätzlich erkannt, es geht um dieses Problem des Verkehrs vor der Schule, der geregelt werden muss. Sie haben es nicht Mama-Taxi-Ordner genannt oder so, sondern der korrekte Name wurde mir nicht überliefert. Meistens haben die ganz schnittige Namen, aber das ist ein Verkehrsregelungssystem. Das gibt es auch immer mal wieder mit Bussen. Da klingen die Geschichten von den Schülerinnen auch manchmal relativ gefährlich, die erzählt werden. Aber jetzt Hack Nummer 3. Jetzt wird es spezieller. Hat da jemand eine Idee? Warte, nee. Ich habe dich nicht verstanden. Das könnte auch sein. Ich habe gedacht, ein Melderoboter, der mit dem Ventilator den Arm oben hält, dass es nicht so schwer ist, den Arm zu halten. Ja, okay, ich nehm noch ein Angebot an. Was könnte es noch sein? Der Melderoboter gefällt mir aber schon ganz gut. Noch eine Idee, jemand? Um Temperatur zu messen und dann halt als Ventilator und oben ist ja noch so ein LCD-Bildschirm, dass man halt auch die Temperatur sehen kann und dann quasi hitzefrei melden kann oder sowas. Ja. Na, ein Hitzefreimelder. Boah, wer hätte das nicht gern gehabt in der Schule? Willst du noch einen? Ja, ich nehme noch einen, auf jeden Fall. Eine kreative Idee habe ich auch noch. Da sind ja Sensoren dran, das heißt also, wenn der Schüler einschläft, dann hebt sich die Hand, er kriegt ein bisschen Wind und elektrischen Strom. Okay, war nicht ganz ernst gemeint. Sehr gut. Es gab hinten noch eine letzte Meldung. Ich würde noch eine nehmen und dann löse ich auf. Ich glaube, das ist was gegen Überhitzen beim Tippen. Wie bitte? Ich glaube, das ist was gegen das Überhitzen beim Tippen. Wenn man coden muss und die Hand schweißt. Ah. Ja, okay, ich löse es auf, weil es waren alle wichtigen Elemente wurden genannt. Also, es ist ein Ventilator zur Kühlung. Und was man um die Finger sieht, ist ein Hautleitwertsensor, der verbaut wurde. Also man guckt, wie sehr schwitzt die Person und dann, wenn das Schwitzen zu stark wird, wird der Ventilator angeworfen und es wird bepustet. Was auf dem Bildschirm steht, weiß ich allerdings nicht mehr. Also ich fand die Temperatur eine gute Idee. So ein wirklich schöner Klassiker sind auch Motivationssprüche oder Witzboxen. Also das gibt's auch richtig viel. Also ich stelle mir vor, dass da irgend so ein motivierender, kühlender Spruch drauf ist. So, okay, jetzt habe ich noch einen. Diesen hier. Hat jemand da eine Idee? Also man sieht ja zumindest Bonbons. Moment. Für die richtigen Lateinvokabeln gibt es dann gleich die süße Belohnung hinterher. Oh. Die wird direkt an den Platz geschossen. Ja, noch jemand eine andere Idee? Okay, dann löse ich mal auf, wenn das Telefonat angenommen wird. Und zwar, es ist einfach nur ein Snacks-Spender, ein Süßigkeiten-Spender. Man muss keine Lateinvokabeln richtig können. Aber ich habe eine Bonusfrage. Wer errät, wo das Ding gebaut wurde? Berlin. Ja, genau, Berlin. sorry. da haben sie das Wahrzeichen mit verbaut. So. Also das hier ist der letzte Hack, den ich euch mitgebracht habe. Jemand eine Idee? Ja? Hier vorne? Sieht ein bisschen nach einem Putzroboter aus. Ja. Noch ein Tipp? Ja, also so ein Kehrtding.
Ja, ich habe es schon gehört. Es ist ein kleiner Care-Roboter. Er sollte ein kompletter Aufräumroboter sein, aber also ich sehe bisher das Kern und möchte hier jemand raten, wo es wohl erfunden wurde? Okay. Natürlich in Schwaben. Nee, das weiß ich ehrlicherweise nicht, aber in meinem Kopf ist es der schwäbischste Hack in unserer Sammlung. Entschuldigung, Ramonster. So, das war, wie gesagt, der letzte und ich würde wieder übergehen zu den ernsten Themen und mit euch über die Wirkung reden. Wir werden seit 2017 von der TU Braunschweig begleitet und sie evaluiert alle Hackdays, die stattfinden. Das heißt, die SchülerInnen werden bei allen Hackdays zu ihren Erfahrungen während der Hackdays befragt. Also ich möchte jetzt kurz ein bisschen mit euch über Wirkung reden, aber ich würde gerade gerne noch zwei Hinweise zum Thema Wirkung machen. Und zwar zum einen, Wirkung ist ja immer ein Vorher, ein Nachher, eine Veränderung messen. Wir machen keine Langzeitmessung. Das ist leider nicht drin. SchülerInnen sind ein flüchtiges Gut. Mal sind sie SchülerInnen, mal nicht mehr. Sie sind schwierig, später wieder zu erreichen. Aber wir haben, dadurch, dass wir sie schon so lange befragen, trotzdem immerhin einen relativ guten Datensatz, was die SchülerInnen über so Jahre hinweg sagen. Aber das bringt mich zum zweiten Hinweis zum Thema Wirkung. Und zwar, wir fragen die SchülerInnen direkt und sie geben uns eine Antwort. Und wenn wir sie fragen, und wie viel Spaß haben die Hackdays gemacht, wissen die sehr genau, was wir gerne hören wollen. Und man muss sich dessen bewusst sein, dass es da sicher auch einen Bias von sozialer Erwünschtheit gibt in den Antworten der SchülerInnen. So, aber unter diesen kurzen Disclaimern vorweg können wir trotzdem nochmal über Wirkung reden und dabei ist die Gretchenfrage für uns als Projekt und als Hackdays-Umsetzende, gibt es bei den SchülerInnen positive Einstellungsveränderungen zu dem Thema Technik und Informatik? Für uns ist das wichtig, weil wir machen das, um SchülerInnen zu zeigen, dass es cool ist, dass es Spaß macht, dass man Dinge damit verändern kann, dass es relevant ist für ihr Leben oder relevant sein kann für ihr Leben. Und dieser Frage gehen wir nach. Und die Frage, die darauf mit am besten abzielt, ist, hat sich dein Interesse an den Themen Informatik und Technik nach den Hackdays erhöht? Ich habe hier mal die Antworten von den SchülerInnen des letzten Schuljahres genommen. Das sind knapp 800 befragte SchülerInnen. Und hier, wir fragen das einmal für Technik und einmal für Informatik ab. Falls ihr das nicht gut lesen könnt, die etwas helleren Balken sind Informatik und die etwas dunkleren Balken rechts sind Technik. Und man sieht, dass es sich ähnelt, aber die Informatik ein bisschen besser wegkommt als die Technik. Woran das liegt, wissen wir aber nicht. Also die Frage direkt vorweggenommen. Genau. Anfängerinnenfehler. Das ist die Skala, entschuldige bitte. Ja, und zwar, eins ist gar nicht. Also mein Interesse hat sich gar nicht erhöht. Im schlimmsten Falle finde ich es noch schlimmer als vorher. Und fünf ist, oh ja, ich finde es jetzt ganz toll und großartig. Es hat sich sehr viel verändert. Genau. Das ist die Skala, die wir haben. Es ist immer von 1 bis 5. Danke, dass du nachfragst. Das hat gefehlt. So, und jetzt zu der Frage, wie schaffen wir die Veränderung im Blick auf die Themen? Und das eine, was man sich so denken kann, ist, wenn man mehr über ein Thema weiß und mehr lernt, ist das auch eine positive Erfahrung, die man macht. Und das deckt sich auch ehrlicherweise damit. Also wenn wir die SchülerInnen fragen, was denkst du denn, hast du was gelernt während der Hackdays, dann sagen die auch wieder
so hübsch nach rechts geweht. Ja, ich habe tendenziell ein bisschen was gelernt, viel gelernt oder auch sehr viel gelernt während der Hackdays. Und die zweite Sache ist, über die man nachdenken kann, wenn man sich fragt, okay, wieso finden Sie die Themen danach interessanter ist, hattest du Spaß? Und wie gesagt, das ist die eine Frage, die wir stellen und da kriegen wir ganz viel ja, 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 aber auch, würdest du nochmal mitmachen? Weil vielleicht hat es Spaß gemacht, aber man kann sagen, ach ja, weißt du was, man muss ja auch nicht immer überall zum zweiten Mal zum Urlaub hinfahren. Und da haben wir richtig gute Werte, dass selbst wenn sie nicht so viel gelernt haben und ihr Interesse nicht so viel gewachsen ist, nochmal basteln und hacken wollen die meisten wirklich gerne nochmal tun. Ja. Das Gemeine ist, dass sie das nicht dürfen, weil das ist ja immer nur für einmal. Der Hinweis vom Profi aus dem Publikum, dass es ein bisschen gemeine Frage ist, weil klassischerweise nehmen die Schülerinnen nur einmal dran teil. Einmal ist ihre Klasse dran, wenn sie in der 10. Klasse sind und im nächsten Schuljahr, wenn wieder Hackdays stattfinden, ist es die neue 10. Klasse. Ja, das stimmt. Es gibt aber immer mal wieder so Situationen, wo es SchülerInnen schaffen, sich nochmal dazu zu mogeln. Genau. So. Und hiermit bin ich auch ehrlicherweise am Ende, aber ich freue mich sehr über Fragen, die ihr habt. Also ihr könnt gerne mir jetzt Fragen stellen, aber ihr könnt mich auch gerne danach ansprechen. Ja. Du hast vorhin, vielen Dank für den Vortrag. Gerne. Du hast vorhin vorhin benannt, erst ab der 8. Klasse. Ja. Weißt du von anderen Projekten, die gegebenenfalls schon früher anfangen, zum Beispiel Grundschule? Da gibt es welche. Ich habe ehrlicherweise gerade kein großes Projekt im Kopf, aber ich weiß, dass viele von unseren, wir sind ja inzwischen ein Netzwerk und arbeiten mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen und da gibt es mehrere, die schon auch mit jungen Kindern ähnliche Projekte machen. So wie ich das mitbekomme, meistens eher so, dass es halt ein festes Ding gibt, was man baut, also dass der Möglichkeitenraum beschränkter ist. Das ist auch ehrlicherweise unsere Erfahrung, genauso wie sich manche SchülerInnen zum zweiten Mal in Hackdays mogeln sich manchmal auch jüngere SchülerInnen in die Hackdays rein. Und häufig haben die dann das Problem, mit dieser doch sehr freien Arbeitsanweisung zurechtzukommen. So, überleg dir was du baust und wie du es baust, überleg dir das doch auch selber. Also, salopp gesagt. Und das funktioniert nicht so gut. Und die Programme, die ich kenne, die sich an SchülerInnen, die jünger sind, richten, versuchen das auch so ein bisschen besser einzufangen. Es gibt auch ein Programm, das ich total witzig und klasse finde, von einem bayerischen Fab Lab. Ich glaube, das gibt es aber auch noch an anderen Stellen. Und zwar ist das Coden ohne Computer. Und da können die Grundschulkinder praktisch coden die sich gegenseitig, indem sie sich sagen, was sie tun und dabei halt diese Grundprinzipien lernen. Und das habe ich mal selber ausprobieren dürfen als nicht mehr Grundschulkind. Und es ist richtig witzig und glaube ich, funktioniert auch echt gut. Ja, war das gut für deine Frage? Top. Noch mehr Fragen? Gerne. Ich habe zwei kleine. Und zwar die erste, ob das immer an eine Klassenstufe gebunden ist oder ob es auch Situationen gibt, wo ihr bewusst das mit dem Alter durchmischt und was da die Erfahrungen sind? Genau, also es gibt Situationen, wo das zwischen den Altersstufen gemischt ist und unsere Erfahrungen damit sind eigentlich gut. Mir fällt gerade das Wort unspektakulär ein. Also es gibt gar nicht so viel Großes zu berichten. Häufig hast du halt dann so Sozialgruppchen, die sich besser kennen, sodass es halt schon eher so ist, dass dann die Elftklässler ein Team bilden, um was zu bauen und die Achtklässler. Aber je nach
Aber es gibt auch seltene Gruppenkonstellationen, wo sich das auch mal so ein bisschen durchmischt und auch SchülerInnen unterschiedlichen Alters miteinander arbeiten. Ich habe auch neulich von Hackdays gehört, wo berichtet wurde, dass sich die Altersklassen auch untereinander geholfen haben. Also dass irgendwann mal die 8-Klässler auch irgendwas von den 11-KlässlerInnen erklärt bekommen haben, als die irgendein eigentlich relativ einfaches Coding-Problem hatten und so. Genau. Sehr cool, danke. Und noch eine zweite kleine Sache, weil du meintest keine Noten. Hattet ihr da schon Erfahrungen, wo das aber von der Schule irgendwie ein bisschen gewollt war und wie ihr damit umgegangen seid? Auch eine sehr gute Frage. Also Noten gab es nie. Das Thema mit den Schulen, ach immer mal wieder ist es ein Thema, dass wenn du SchülerInnen für 3 Tage freistellst, ist das sehr schwierig in so einem ganz klassischen Schulablauf. Deswegen finden die auch häufig im Rahmen von Projekttagen statt oder kurz vor Ferien, wenn das mit dem Unterricht so ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Aber das ist eher so ein Problem, dass es manchmal schwierig ist. So, man nimmt eine Klasse aus dem ganzen restlichen Geschehen raus. Es braucht Lehrkräfte, die die beaufsichtigen. Die fehlen dann woanders. Wie löst man das praktisch? Was ich mal aber zum Thema Noten mitbekommen habe, ich war bei Hackdays und dann war da der NWT-Lehrer, also Naturwissenschaft und Techniklehrer, und die Schülerinnen waren so ein bisschen, aber ich mache das doch so toll, kriege ich jetzt nicht doch noch eine gute Note? Und er meinte sowas wie, also ich gucke mir hier schon an, wer gut mitarbeitet, und denk mir ein Sternchen dafür. Ja, ist nicht unser Wunsch. Aber ich glaube auch, dass also in der so Situation selber hat es auch gut so ein bisschen als Witz funktioniert. Ich weiß von keinem Mal, wo das wirklich in Noten eingeflossen wäre oder es gar benotet worden wäre in dem Sinne. Hi, ich hätte einige Fragen zur konkreten Ablauf, weil ich unterrichte NWT. Seit diesem Jahr. Und dann und ich glaube, es könnte gut passen für die 9. oder 10. Klasse für uns. Also müssen wir 3 Tage freiräumen für die Kinder, dass sie nur darauf konzentrieren? Genau. Okay, schön. Und würden Sie vorschlagen, eher die 9. oder die 10. Klasse? Gibt es Vorteile und Nachteile wahrscheinlich für beides? Ja, aber ich glaube, eigentlich ist das, beide freuen sich drüber. Und es ist eher schade, dass man sich nur für eine entscheiden kann dann. Ja, aber ich glaube, da gibt es keinen nennenswerten Unterschied. Okay. Und September ist auch, also gibt es Zeiten im Jahr, wo es am besten zu buchen ist? Oder? Also, das ist jetzt eine große Frage mit dem Buchen und wie kommt man in das Projekt rein. Mhm. Wir sind inzwischen mit dieser Netzwerkstruktur dezentraler unterwegs, und wenn du Lehrerin bist hier in Karlsruhe, dann würdest du dich an das Netzwerk-Hub hier in Karlsruhe wenden, und das ist hier am KIT gelagert. Findest du auch ganz einfach über unsere Webseite, da über den Reiter Netzwerke, und dann findet man das. Und wir haben nur eine gewisse Kapazität für Schulen, und unsere Netzwerk-Hubs haben auch nur eine gewisse Kapazität, wie viele Hackdays sie umsetzen können. Und ich tippe, die sind schon voll. Also ganz kurz, um das vorwegzugreifen, ich will nicht zu viel Hoffnung machen. Aber wenn, wäre der Weg, dass man sich meldet bei einem Netzwerk-Hub und sagt, hey, wir sind eine Schule, wir finden, das klingt total spannend, wann ist das möglich? Und dann wird der Termin gemeinsam vereinbart. Also das ist ja auch immer die Frage, wann das in so den Schuljahresablauf reinpasst. Wenn ich in unsere große Plattform reinschaue, in der das alles gebucht und gemanagt wird, dann sehe ich so Peaks für viele Hackdays im Januar und Februar, da so rund um die Zeugnisvergabe, dann nochmal so ein bisschen was vor den Oster- und Pfingstferien immer wieder so drangesetzt, und dann nochmal so einen richtig großen zweiten Block vor den Sommerferien, weil auch da halt eben wieder so ein bisschen der Druck nachlässt vor den Zeugnissen da. Genau, das ist so die Verteilung im Jahr, aber es gibt auch welche, die schon früher stattfinden. Ich wollte gerne wissen, ob ihr zusätzlich zu, habt ihr was über Technik gelernt oder Informatik, noch andere Themenbereiche abfragt, wie habt ihr was zum Thema Teamarbeit gelernt, habt ihr jetzt vielleicht mehr Mut, Schwierigkeiten anzugehen, guckt ihr optimistischer in die Zukunft, also mehr so auf einer anderen Ebene als jetzt blank die Fächer Technik und Informatik?
Ja, du sprichst ja was ganz Wichtiges an, das sind ja so die zusätzlichen Ebenen von Medienkompetenz oder die 21st Century Skills, die es gibt. Und das machen wir. Wir haben, warte, jetzt muss ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Wir sind ja seit 2017 mit der TU Braunschweig am Zusammenarbeiten für die wissenschaftliche Begleitung. Und 2016, 2017 war die Pilotphase des Projekts. Das heißt, damals war es noch ganz klein und worauf stark geachtet wurde, ist, dass die Fragen so ähnlich bleiben, dass wir das über die Schuljahre hinweg alles hübsch vergleichen können. Und die Fragen von damals sind noch sehr eng auf das Thema Informatik und Technik. Hast du verstanden, was du tun soll? Oder war es für dich klar, was du tun solltest? Hattest du Spaß? Würdest du wieder teilnehmen wollen? Bemessen. Aber wir sind, dieses Schuljahr haben wir nochmal einen Schritt draufgesetzt. Und seit diesem Schuljahr fragen wir eben auch nach, wie ist deine Erfahrung mit Teamarbeit? Hast du das Gefühl, da besser zu sein? Und wir fragen nach Selbstwirksamkeit. Um jetzt einmal so kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben zusammen mit der TU uns überlegt, dass wir unsere Kernfragen behalten, so einen Schritt zur Seite, damit ich dich wieder sehe, aber unten diese Fragen zu den anderen Kompetenzelementen, die bei uns auch gebildet werden, immer mal wieder auszutauschen, damit wir da so Blitzlichter bekommen. Wir müssen mal gucken, wie wir die dauerhaft einbauen. Aber das ist was wir auch erheben, aber relativ frisch erheben. Also noch sind die Daten nicht so, dass ich sie zeigen will. Das ist noch nicht ganz sauber alles. Genau. Ja, super. Ich denke, es gibt... da gibt es noch eine letzte... Ja, Moment. Gerne. Dann gibt es noch eine letzte Frage oder eine Ergänzung. Also ja, du hattest ja gefragt, wie man dazukommen kann als Schule. Und falls da lokal einfach keine Kapazitäten mehr bestehen, kann ich, glaube ich, auch einfach nur empfehlen, fragt bei euren lokalen Hackspaces, ob die mit euch zusammen sowas machen wollen. Das hat auch noch den Vorteil, dass die auch Zuwachs aus den Schulen bekommen. Und die Materialkarten zum Beispiel sind ja auch alle online verfügbar. Und dass man da halt auch lokal guckt, wie das so organisiert werden kann. Ja. Ich weiß von vielen Hackspaces, dass sie sich sehr darüber freuen würden, teilweise sowas zu machen. Ja, guter Hinweis, dankeschön. Vernetzt euch wirklich gerne auch untereinander. Wir haben kein Monopol auf Hackdays oder irgendwas in die Richtung. Und wir freuen uns sehr, wenn das wächst. Genau. Ja, super. Dann denke ich aber, sind alle Fragen beantwortet. Ich bedanke mich für den super tollen Vortrag. Also wenn es das in meiner Schule gegeben hätte, ich hätte es auf jeden Fall sehr genossen, die 3 Tage mal nicht mit einem Lehrer da vorne zu stehen oder im zuzuhören, sondern wirklich was zu machen. Vielen, vielen Dank für dein Engagement und vor allen Dingen für den Vortrag. Und ich wünsche euch allen damit noch eine schöne Zeit hier. Ja. Klasse. Danke auch an euch fürs Zuhören und die vielen Fragen. Und sprecht mich gerne an zu einem der Themen oder anderen, wenn ihr Interesse habt. Und noch viel Spaß.